Ja, das Motiv des Plakates ist natürlich provokant, das soll aber auch provokant sein, um auf einen Missstand aufmerksam zu machen. Es ist eine Doppeldeutigkeit. Zum einen möchten wir darauf aufmerksam machen, dass das Recht auf Gebrauch der deutschen Muttersprache in den Krankenhäusern stirbt. Es geht aber auch um das Recht auf Gesundheit der Südtiroler Patienten. Es gab nämlich einen ganz konkreten Anlassfall für dieses Plakat, wo ein Südtiroler Patient einem italienischsprachigen Arzt seine Krankengeschichte nicht richtig erläutern konnte. Der Arzt hat ihn einfach nicht verstanden und hat ihm eine falsche medikamentöse Behandlung verschrieben, die für diesen Patienten zum Tode hätte führen können, wenn nicht der Hausarzt des Patienten eingegriffen wäre und im letzten Moment die Einnahme dieser Medikamente verhindert hätte. Also wir sehen, es ist von fundamentaler Wichtigkeit, dass der Patient sich mit dem Arzt verständigen kann, und deswegen müssen wir als Gesetzgeber in Südtirol alles dafür tun, dass die Mehrheitsbevölkerung in Südtirol, und das ist die deutschsprachige Bevölkerung mit fast 70%, das Recht hat, sich in allen Krankenhäusern in Südtirol in der eigenen deutschen Muttersprache zu verständigen. Wir haben gesehen, dass all unsere Aufrufe, Mahnungen der letzten Jahrzehnte zu wenig gefruchtet haben. Es wird mit unserem Recht auf Gebrauch der deutschen Muttersprache immer schwieriger, und in allen Bereichen kann man sagen, dass dieses Recht, das in der italienischen Verfassung festgeschrieben ist, tagtäglich hunderte Male in ganz Südtirol mit Füßen getreten wird. Daher also auch diese drastische Aussage. Es war die Frage aufgetaucht, ob das nicht geschmacklos sei. Also, wenn unser Recht tagtäglich mit Füßen getreten wird, dann können wir uns den Luxus nicht leisten, zu fragen, ob es sich um guten oder schlechten Geschmack handelt. Hier geht es um die Substanz. Hier geht es um ein Grundrecht, um ein wichtiges Recht. Also dann bedarf es auch der drastischen Maßnahmen. Wir sind aber auch darum bemüht, dass das Land Südtirol Anreize schafft, damit in Südtirol deutschsprachige Ärzte angestellt werden. Dafür braucht es gewisse Voraussetzungen, wie beispielsweise, dass die in Österreich erworbenen Studientitel in Südtirol automatische Gültigkeit besitzen. Denn derzeit braucht es eine sehr lange Vorlaufzeit, um diese Studientitel anerkennen zu lassen. Da braucht es manches Mal bis zu einem Jahr für. In dieser Zeit dürfen die Ärzte in Südtirol und die Pfleger nicht arbeiten. Da versteht man jeden, der nicht nach Südtirol zurückkommt. Es geht aber auch darum, dass beispielsweise in Südtirol die österreichische Facharztausbildung weiterhin angeboten wird. Denn wenn man die Facharztausbildung in Südtirol macht, dann ist die Chance einfach höher, dass man später auch zu seiner beruflichen Ausübung dann in Südtirol bleibt. Ja, diese fast 2 Meter hohen Großplakate hängen ab heute in Meran, in Brixen und in Bozen. Die Standorte sind nicht zufällig gewählt. Sie hängen neben den Krankenhäusern oder in unmittelbarer Nähe, um eben die betroffenen Bürger zu sensibilisieren für dieses wichtige Thema auf rechter Gebrauch der deutschen Muttersprache. Parallel dazu läuft unsere Kampagne einen Monat lang in den sozialen Medien an. Das Ziel dieser ganzen Plakataktion und Social-Media-Kampagne ist es einfach, die Bevölkerung auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren. Das Motiv mutet drastisch an. Das ist es auch, denn drastisch ist auch die Situation in unseren Krankenhäusern. Das Recht auf Gebrauch der deutschen Muttersprache stirbt, und das zeigt dieses Plakat.